Na dann, dritte Runde. Lass uns mal sehen, wie Daniel mit seinem Steinchen um dich wirft. Vorstellung. Perfekt. So komisch. Irgendwie habe ich aktuell keinen Fokus dran. So. Dann starten wir freie Suche. Perfekt. Holy shit, als ob du den einfach so schwören kannst. Ja. Krass. Felsmonster. Jetzt weißt du, warum man ihn dreimal spielt, damit Aber es genau geht nur das in passiert. den Verteidigungsposten und so. Damit genau das funktioniert. Heftig. So. Dann haben wir das. Okidoki. Mir kommt es so vor, als hätte ich gerade immer weiter dieselbe Kombo gesehen, aber Oh, auf irgendwelche andere Art das war und Weise. scheiße, was ich gerade gemacht habe. Oh nein. Ah, ich hätte hier entspielen müssen. Ah. Was für Spiel? Ja, ich hätte hier entspielen müssen. Ach, scheiße. Bin ich mal recht alles. Egal, du weißt ja, dass der Gegner kein Nibiru spielt. So. Fällt Block da. Übrigens, so viel zum Thema Aframax kann man nicht so leicht beschwören. Da würde jetzt theoretisch einer liegen. Ja, Konzeption, genau. Blockdrache, ne? Sagen wir mal, wenn Blockdrache nicht wäre, wie würdest du sagen, wäre denn das Deck zu spielen? Immer noch gut. Immer noch sau gut. Das ist nur der eine Extender da weniger. Und jetzt ist ja, das ist alles nur für den nächsten Zug hier. So. Damit habe ich einen. Okay, dann mache ich Folgendes. Ich spreche noch Gigantes. Glaube. Dann darfst du. Okay, mit ihm kannst Didi du. Crow, solange wie ich den hier, wie gesagt. Didi Crow sagt. Verbannene Karte vom Friedhof des Gegners. Okay. Als Quick-Effekt. Der Kannst One, vertan. ja, der Leer kann. kann Zauber und sowas einlegen. Kann er auch Monster-Effekte annullieren, der blaue Drache? Ich wusste gar nicht, dass er nicht gelten kann. Kann er auch Monster-Effekte annullieren? Naja, aber Monster-Effekt habe ich jetzt gleich genommen.
Also der macht Zauber und Fall. Ach, jetzt verstehe ich, was du. Oh Gott. Okay. Okay. Ich? Ja. Ich glaube, ich begrenzt bei da. Ja? Annulierst du. So, dann würde ich gerne darauf anstellen. Boah, du holst ja noch mit 4 Marken. Monster-Effekte, ne? Ja. Genau. Wichtig zu wissen, die zerstört nicht, wenn sie annulliert. Effekt und einmal Friedhof kannst du. ATK hat insgesamt 3200. Wenn ich was auf den als Kosten auf den Friedhof werfe, kannst du mir die Kosten klauen. Praktisch. Vor allen Dingen, ich kann ja nicht nur Monster aus dem Friedhof rausholen, sondern alles. Und das ist bei dem Deck sogar Einmal einmal, ziemlich. ne? Nur einmal, ja. Das einmal. Wenn das Richtige rausnimmt, kann das schon fatal sein. Das ist echt lustiges Deck, aber trotzdem würde ich das nicht. Ich meine, ich finde es cool, weil es Synchro macht, aber ich würde ganz gerne auch wieder so ein Synchro-Spam-Deck spielen. Was ist das denn? Ja, aber du linkst zu viel und Habe ich so, schon ist halt ein weg? komisches Deck. Was macht der? Eine Karte vom Deck auf dem Friedhof. Ein komisches Karton. Okay. Und dann, here we go. Krieg ich noch keinen. Wie viel hat sie jetzt noch? 2,4. Das Hammer. Ah, ich sehe gerade den Fehler. Kannst jetzt die anderen beiden nicht auch noch hinterher switchen? Ich hätte alle drei reinnehmen können, aber wollte ich nicht. Okay. 2-4, ne? Guck ich schnell. Ich wähle ihn. Und ihn. Dann ist der jetzt, glaube ich, bei 3-2, ne? Oder? 3-2, 1-5. Sagt überhaupt Original ATK? Oder du hast doch den Push jetzt von der Karma bekommen. Hat er jetzt 4-8 oder hat er jetzt 3-2? Der, dein Vierer. Achso, nee, die hat sogar noch den Push drauf. Also hat die 4000. 4000. Okay. Nee, warte. Ist er nicht durchgegangen, weil er ja geklaut hat. Also 3-2. Ah, okay. Dumm, dass jetzt gerade die Kamera den Fokus verloren hat. Ach, ich hätte einfach nur drauf tippen müssen. Oh, ich Idiot. Ich versuche die ganze Zeit den Fokus wieder einzustellen, da hätte ich einfach nur einmal auf den Bildschirm klicken müssen. Ja, okay, gut zu wissen. Das tut mir leid. Okay. Ja, dann gehe ich in Special Hands. Greife mit 3-2 an. Okay. Und dann bist du. Das wird jetzt fies. Oh, ich sehe es schon kommen. Jetzt hättest du bestimmt auf 3 oder so. Der ATK-Push ist weg, wenn die Karte weg ist. Also die hat jetzt 3-2 die ganze Zeit. Jo. Und R1 die ganze Zeit. Ja. Ist der Vorteil, Exerviert die wenn du nur bist ganz vier oder noch eine fünfte? Exerviert die nur vier oder noch eine fünfte? Okay, dann. Aber sonst hat er keine Schutzeffekte, ne? Mm-mm. Okay. Er kann noch Das ist mir egal.
Einmal pro Spielzug während Spielzug 1 Belegung Spielers, falls in diesem Spielzug ein Monster auf den Friedhof gelegt wurde, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld lag, du kannst diese Karte bis in einem Spielzug 200 ATK oder mit einem unterschiedlichen Namen am Friedhof erhalten lassen. Aber bringt eh nichts, weil erstens kein Monster und zweitens keine andere Karte. Na, dann war's das, ne? Bist du sicher? Na, schauen wir mal. Ein Duell ist nicht vorbei, bis die letzte Karte gespielt wurde. Perfekt. LOL. Okay, jetzt weiß ich auch, wo man nur eine jeweils spielt. Nee, es ging um den. So. Ich gehe in die Battlephase. Was hat er jetzt? Der kann Fallenkarten annullieren, wenn er zwei müllt. Nee, zwei von Friedhof verwandt. Ah, zwei von. Achso. Ja. Also zuerst mal Effekt. Hat die Karte was? Ja. Dann habe ich an Christian mal 3000 Schaden. Am Beginn des Damage Steps. Ich glaube, bei dem Spielfeld macht es schon keinen Unterschied. Wie viele ATK hat der Vogel? 2-2. 2-5, ne? Ja, das reicht eigentlich. Scheiße, er hat schon was. Ist ja so lustig geworden. Haben wir beide noch 8000? Nein, der hat ein bisschen Schaden bekommen, weil die Apollose angegriffen hast mit 3-2, also muss er, glaube ich, eher 800 Schaden bekommen. Okay. Ja, ich aktiviere die. Und den anderen Effekt kann ich nicht machen. Weil du keinen Samen im Friedhof hast? Nee, weil er noch zu wenig Lebenspunkte hat. Weil sein Gegner mindestens 2000 Lebenspunkte mehr hat als sie. Ach so, ist das denn für ein komischer Kack für Kubisch? In Kubisch hat der Gegner immer weniger Lebenspunkte als du. Also, ja. Ich würde sagen, toll. Das ist definitiv ultimatives. Ja. Sehr schade.